Also, für die dritte Folge haben sich hier meine Trainer Miro Klose und Danny Röhl was einfallen lassen, wo auch mein Puls ein bisschen hochgeht. Es geht um einen Dribbling-Wettbewerb mit Geschwindigkeit auf Zeit. Der Kompagnon oder die Freundin oder egal mit wem man das macht, der muss mitstoppen. Braucht eine kleine Stoppuhr, aber ich glaube, das hat man zur Hand. Und es geht um Folgendes. Der Ball ist hier positioniert. Start haben wir hier am ersten Punkt, am ersten Schuh. Wir haben jetzt mal 4 Spots aufgestellt. Es geht um Folgendes. Auf Go hole ich mir den Ball ab und dann geht es ins Dribbling. Erster Durchgang mit dem starken Fuß. Bei mir ist das der rechte. Ja, das merkt man nicht immer, aber oft. Dann geht es hier außen rum. Also man kann Innenseite, Außenseite benutzen, wie man will. Aber nur mit dem rechten Fuß, nur mit dem starken Fuß. Und dann geht es hier zurück und dann wird wieder gestoppt. Auf Zeit, auf Geschwindigkeit. Wenn man eins der Hindernisse berühren sollte, dann gibt es natürlich 2 Sekunden Strafe. Das wird am Ende addiert. Es gibt insgesamt 3 Durchgänge. Der zweite Durchgang findet dann mit dem schwachen Fuß statt. Zack, ich hole mir den Ball, gehe mit dem linken Fuß in den Parcours. Ist schon ein bisschen schwieriger. Gehe einmal rum. Zack, zack, zack. Und muss den Ball am Startpunkt ablegen. Und beim dritten Durchgang, jetzt wird es etwas komplizierter, müssen wir beide Füße benutzen. Wir können anfangen, wie wir wollen, entweder links oder rechts. Aber beim dritten Durchgang wollen wir hier einmal den rechten, einmal den linken, einmal den rechten. Dann darf ich ihn rumführen, wie ich will. Und dann wieder links, rechts, links, rechts. Und zum Startpunkt zurück. Haben wir einen Freiwilligen, der einmal kurz gegen mich antritt. Also ich, vielleicht verliere ich auch, also wissen wir nicht. Dass wir das einmal zeigen können. Rechter Fuß, oder? Wer will, egal. Ja, rechter Fuß, startest du jetzt da oder so? Nee, ich starte da. Nur rechter Fuß. Ja. Ihr müsst wissen, der Miro, der hat eine enge Ballführung. Und ich habe auch eine Stoppuhr. Und eine Stoppuhr. Und ich lüge nicht. Also einmal auf Zeit. Auf die Plätze, du sagst dann. Fertig, los. Oh! Sehr gute Zeit. Und Miro, was für die Zeit? Ah, Danny, du nimmst die Zeit von Miro. Was haben wir für eine Zeit gehabt? 17. fast 10. Fast 10. Danny? Also, du gibst mir das Zeichen, oder? Achso, du musst ein Zeichen geben. Warte, dann sage ich auf die Plätze, aber warte, Miro. Weil ich weiß nicht, wie schnell dein Finger ist. Auf die Plätze, fertig, los. Auf geht's, Miro, auf geht's, Miro. Ja, wie früher. Ja, Wahnsinn. Ja, stopp. 9-3. Und was hat ich? 9-4-6. Ah! Ja, diesmal machen wir Liegestütze. Dann muss ich die nicht machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ein bisschen Arbeit muss sein. Miro, gratuliere. Knappe Nummer. Aber er ist gewohnt zu gewinnen, also Miro. Also er wollte eigentlich nie aufhören, aber wegen Chancengleichheit muss er dann die Karriere beenden. Wenn mal was nicht klappt, dranbleiben und verbessern.